diesem Video werde ich die Ansichten von Karl Popper, Karl Popper lebte von 1902 bis 1994, zu der Art und Weise, wie das politische Zusammenleben der Menschen organisiert werden könnte, kurz darstellen. Karl Popper verbringt seine Kindheit, Jugend und das frühe Erwachsenenalter in Wien. Popper hat äußerst zahlreiche Interessen und sucht sich deshalb vielfältige Ausbildungsbereiche und Betätigungsfelder. Hier folgt nur eine kleine diesbezügliche Auswahl. Er arbeitet unter anderem als Straßenarbeiter, Streetworker, Tischler, Lehrer an Schulen und Professor an Universitäten. Er absolviert eine Tischlerlehre, eine Lehrerausbildung, ein Psychologie- und Philosophiestudium. Stationen seiner wissenschaftlichen Forschungstätigkeit sind unter anderem in Österreich, Neuseeland und Großbritannien zu finden. Sein familiäres Umfeld und politische Erfahrungen und Erlebnisse erwecken schon sehr früh bei Popper ein Interesse für soziale und politische Herausforderungen seiner Zeit. So erlebt er beispielsweise während des Ersten Weltkriegs die Kriegsleiden der Bevölkerung und mit der Gründung der Ersten Republik in Österreich das Ende der Monarchie. Große Teile der Bevölkerung befinden sich zu dieser Zeit einerseits in einem Zustand der Armut, Arbeits- und Obdachlosigkeit. Auf der anderen Seite gibt es eine weit verbreitete Bereitschaft, den Staat und die Gesellschaft sozial und politisch zu verändern. In dieser Situation schließt sich Popper mit dem Ziel, mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft verwirklichen zu können, der kommunistischen Arbeiterbewegung der KPÖ, also der Kommunistischen Partei Österreichs, an. Die sogenannte Schießerei in der Hörlgasse in Wien im Jahre 1919 wird für Popper zu einem seiner ideologischen Schlüsselerlebnisse. Der 17-jährige Popper nimmt als Mitglied der KPÖ, also der Kommunistischen Partei Österreichs, an einer Demonstration in der Hörlgasse in Wien teil. Ziel der unbewaffneten Demonstranten ist es, die von der Polizei gefangen gehaltenen kommunistischen Parteimitglieder zu befreien. Die Situation während der Demonstration eskaliert und die Polizei erschießt schließlich 8 Demonstranten. Popper ist zutiefst hinsichtlich der Gewalttätigkeiten und der damit einhergehenden Todesopfer unter den Demonstranten erschüttert. Darüber hinaus erkennt Popper jetzt, dass die Parteiführung der Kommunisten bereit ist, Menschenleben für die Erreichung ihrer eigenen Ziele zu opfern. Da die Ideologie bzw. Denkweise des Kommunismus vorsieht, dass Klassenkämpfe und eine Weltrevolution notwendig sind, um eine gerechte Gesellschaft herbeizuführen, sind die Parteiführerinnen und Parteiführer bereit, Gewalt einzusetzen. Als Popper diese Wesensart der kommunistischen Ideologie erkannt hat, tritt er aus der kommunistischen Partei aus. Durch dieses ideologische Schlüsselerlebnis entsteht bei ihm eine grundsätzlich skeptische, ablehnende Haltung gegenüber Denkweisen, die den einzelnen Menschen als Mittel zum Zweck der Erreichung eigener Ziele betrachten und bereit sind, zu diesem Zweck beispielsweise Gewalt auszuüben. Aufgrund des sogenannten Anschlusses Österreichs an NS-Deutschland im Jahre 1938 muss Karl Popper unter anderem wegen seiner jüdischen Abstammung seine Heimat Österreich verlassen. Popper gelingt die Flucht nach Neuseeland und wandert schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien aus. Die damalige Konfrontation mit dem Antisemitismus, dem Terror der Nazis und die damit einhergehende Verfolgung von Juden und Andersdenkenden prägt sehr wesentlich das politische Denken Poppers. Popper setzt sich in der Folge kritisch mit Ideologien wie beispielsweise dem Kommunismus und Nationalsozialismus auseinander. Wenn Vertreterinnen und Vertreter dieser Denkweisen sich in einer Gesellschaft durchsetzen können, besitzen viele Menschen letztlich kaum noch individuelle Freiheiten, wie beispielsweise eine Meinungsfreiheit. In solch einer Diktatur können einzelne Personen keine Menschenrechte einfordern. Die Führerinnen und Führer solcher Ideologien fordern unbedingten Gehorsam ein und sind dementsprechend nicht bereit,
dass ihre eigene Macht durch zum Beispiel eine Abwahlmöglichkeit der Bevölkerung begrenzt wird. Führerinnen und Führer von Ideologien beanspruchen für sich die Fähigkeit, dass sie die politische Zukunft vorhersagen und die damit für den einzelnen Staat einhergehenden notwendigen Zwangsmaßnahmen genau bestimmen können. Eine Infragestellung ihrer diesbezüglichen Fähigkeiten lassen diese Führerinnen und Führer nicht zu, da damit ja auch die von ihnen vorgeschriebenen Anforderungen hinterfragt werden würden. Karl Popper hält diesem ideologischen Anspruch entgegen, dass die menschliche Geschichte nicht vorhersagbar ist und beabsichtigte Vorgehensweisen nicht zwingend zum erwartenden Ergebnis führen müssen. Vertreterinnen und Vertreter des Kommunismus und Nationalsozialismus meinen, mit Hilfe eines mächtigen Staates die Ziele ihrer Ideologie umsetzen zu können. Die Leitung dieses Staates wollen die Führerinnen und Führer dieser Ideologie als übermächtige Elite selbst übernehmen. Der Staat wird von Anhängern der Ideologie wie ein Gott verehrt, der den Menschen in ihrer schwierigen Situation helfen soll. Popper bezeichnet die aus seiner Sicht übertriebenen, hohen Erwartungen an den Staat als Vergötterei des Staates. Popper kritisiert Vertreterinnen und Vertreter von Ideologien, wenn diese den Anspruch auf die alleinige Führung in einer Gesellschaft oder im Staat erheben. So sind beispielsweise Lenin, Stalin und Hitler bereit, ihren Anspruch auf Machtausübung unter anderem mit Mitteln des Krieges, der Verfolgung Andersdenkender, des Klassenkampfes, des Rassismus und des Kolonialismus durchzusetzen. Karl Popper stellt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahre 1945 ein Buch mit dem Titel »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« fertig. Sein Werk stellt eine Antwort auf die Diktatur einerseits des Kommunismus in der Sowjetunion mit Lenin und Stalin und andererseits des Nationalsozialismus in Deutschland mit Hitler dar. Es geht ihm in seinem Buch unter anderem aufzuzeigen, worin die Gefahren für eine offene Gesellschaft bestehen können, deren Ziel es unter anderem ist, beispielsweise die Menschenrechte und Demokratie zu schützen. Besondere Herausforderungen für eine offene Gesellschaft entstehen laut Popper vor allem in Zeiten großer sozialer Veränderungen durch zum Beispiel hohe Arbeitslosigkeit. Menschen, die ein großes Bedürfnis nach sozialer Sicherheit haben, werden durch derartige Veränderungen verunsichert und neigen beispielsweise dazu, lieber ihre eigene Freiheit einschränken zu lassen, als auf eine soziale Absicherung wie etwa eine Arbeitsstelle zu verzichten. In solchen Situationen können Anführerinnen und Anführer von Ideologien die Menschen mit falschen Versprechungen dazu bringen, ihnen die totale Machtausübung im Staat zu gestatten. Es entsteht eine Diktatur. Im Folgenden nenne ich eine Auswahl von Kennzeichen einer offenen Gesellschaft, wie sie sich Karl Popper vorstellt. In einer offenen Gesellschaft gibt es keine Auserwählten in Form von beispielsweise übermächtigen Führungseliten, Klassen und Rassen. Es gibt keine Militarisierung der Gesellschaft und eine Verherrlichung von Kriegen. Es werden die Menschenrechte eingehalten. Jeder hat die gleichen Rechte und es besteht dementsprechend nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz, sondern auch soziale Gerechtigkeit. Die Toleranz gegenüber anderen führt einerseits zu Weltoffenheit gegenüber Menschen aller Länder und andererseits zur Freiheit des Individuums. Das Fehlen von Zensur und die Ermöglichung von Meinungsfreiheit ermöglicht Kritik am politischen System. Die Menschen sind als mündige Bürger aufgerufen, sich eine eigene Meinung über die Vorgänge im Staat zu bilden und diese zu hinterfragen. Mit gezielten Reformen wird versucht, einzelne Missstände zu beheben und einen Reformstau zu verhindern. Schrittweise Veränderungen werden gegenüber Radikallösungen bevorzugt, um die Unsicherheit unter den Menschen und die Bereitschaft zu Revolutionen möglichst gering halten zu können. Die gewählte Regierung hat als Aufgabe unter anderem die Freiheit ihrer Bürger zu schützen und dazu beizutragen, dass soziale Gerechtigkeit möglich wird. Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der Regierung
sind die Möglichkeit einer demokratischen Abwahl und damit die eines friedlichen Regierungswechsels. Dem Staat ist keine vollständige Kontrolle seiner Bürger erlaubt, da die Menschen nicht vom anonymen Staat eine umfassende Lösung all ihrer Probleme erwarten, ist die Bedeutung des Einzelnen umso größer, da dieser ja in Gemeinschaft mit anderen Personen seine Probleme lösen kann.